Hallo meine Lieben, hier ist Leo mit Heart and Soul. Heute spielen wir eine Runde Baseball, aber Ninja Baseball Batman. So, Münzen einschmeißen. Hier, 20 Zeichen, nehmen wir diesen roten Kämpfer. So, los geht's. Es handelt sich hierbei nicht um ein normales Baseballspiel, sondern ein Prügelspiel, wo die Gegner Bälle sind, wie man sieht, in verschiedenen Farben. Es gibt auch ein paar lustige Endgegner. Essen gibt es auch. Kleine Punker hier. So ein paar heftige Schläge hier. So, ja, Spezialattacke gibt es auch. Und Baseballhandschuhe. Und so eine Art Schiedsrichter mit kleinen Schild hier. So, also ein kleiner Zwischengegner hier. Und schon das erste Leben verloren. Ja, hauen ganz schön rein. Da hat uns doch glatt dieses kleine Flugzeug hier überrollt. Tja, meine Waffe ist auch ein Gegner. Da war eine Baseblade. Und da ist der Endgegner. Ein, ja, Flugzeug. So, und die Hilfen hier. So, machen wir das Flugzeug hier mal kleiner. Oh, fast geschafft. Oh, jetzt nehmen wir den grünen hier. Oh, Flugzeug 2 schon. Ja, am Ende noch eine TV-Pip. Oh. Und das erste Level geklärt. Den Spieler haben wir glaube ich nicht bekommen. So, jetzt dürfen wir ein bisschen Auto fahren und diese Bälle umnieten hier drauf. Das hat das Auto nicht überlebt. Oh, seht mal, wie lustig er läuft. Kürbisköpfe. Ah ja, ich habe schon oft gesagt in meinen Arcade-Videos, ich liebe diese Prügelspiele. Es gibt so eine Menge davon. Aber leider habe ich gesehen, dass ich fast alles schon durch habe. Also viele Videos wird es nicht mehr geben auf einem Arcade mit so einer Qualität. Oh. Da haben sich viele Bälle zum Gegner zusammengesetzt. Oh,
aber echt gut gemacht. Jetzt brennen die Bälle und die Straße ist dort sein. So, mal was essen hier. Oh, die armen kleinen Bälle müssen da das Boot putzen. Oh, kommt da. Kleiner Tintenfisch. Oh, können wir uns auch rosten. Ja. Der blaue. Was kann der gelbe, wenn wir das noch sehen? Aber er wird uns nicht rosten. Ja. So, können wir wieder Auto fahren. Sehr schön. Ah, von hinten, du. Ist das ein ausgehöhlter Ball? Aber das ist ein Roboter. Ich habe gar nicht gesehen, wo ich bin. So. Ah, nehmen wir blau. Wollen ja jeden mal sehen. Ach, die können alle verhalten. Ich dachte, jeder hat eine spezielle Fähigkeit. Große Bonbon. Hier kündigt sich schon wieder ein Endgegner an. Oh, ein Auto mit blauen Lippen. Oh, das war ein guter Treffer. So. Geld fehlt uns noch. Oha, wieder an den verloren, das geht sehr schnell. Einen goldenen Baseball. Bonus Stage. Schauen wir mal, was wir machen dürfen. Ah, den Ball zerquetschen. Oh. Ah ja. Da hätte ich ja dreimal so schnell drücken müssen. Das Krieger, die Karten jetzt. Oh,
So, weiter geht's. Ich gebe ein paar Extras hier. Mal schauen, was hier der Endgegner dann drauf hat. Oder ist. Ja. Fahren wir erstmal runter. Auto. Und kleppen hier Gegner. Da verlustige Gegner. Auf den Boden damit. Oh. Die hauen ja eigentlich ganz schön. So. Gehen wir wieder auf den Boden. Das haben ja alle Spieler gesehen. Jeder hat seine Vorzüge. Lauter Kleine. Und wir brennen ein bisschen. Oh, hier ist der mit seinem Schild. Oh, die Türen ist verdrückt. Oh, macht Katze. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, die Kleinen schön weggehauen. Oh, kann man die nicht kaputt machen? Schade. Ah. Ein großer Spielautomat. Diese Bomben sollten wir echt benutzen. Da hinten ist eine Sattmaschine. Oh, wird gewürfelt. So, der hält hier ganz schön was aus. So, jetzt hat er noch eine Phase. Aber gleich ist vorbei mit ihm. Okay. Ja, wieder ein
this toy item? Die goldene Mütze. So, auf geht's nach Texas. Schauen wir mal noch. Vier Level vor uns, oder? Oh Mann, die Lippen sind ja lustig. Wie sie grinsen. Ah, genial. Und Schattenbälle. Ah. Das Essen muss man das schlagen, dann kann man es essen. Oh. Ich wundere mich doch. Und wir werden ein bisschen entführt hier. Und jetzt wird das ein bisschen mit Geistern hier abgehen. Gegen die Kühlschränke, okay. Ja, ich darf gehen die uns ein. Ballgegner. Na, ah, weg ist er. Geht diesmal gegen die tiefe Richtung. So, hier da hinten macht er gar nichts. Gott sei Dank, der Endgegner müsste doch kommen. Was kommt denn? Oha. Der BWC echt ist kummel. Meist tausende Messer. Ja,
Ach, die hat er nicht mehr. So, noch ein paar Schläge. Und das ist der goldene Handschuh. Und geht nach Florida. Dann haben wir noch New York vor uns, habe ich gesehen. Ach ja, Tintenfischer ist der noch da? Und Baseball spinnen mit Sonnenbrillen, ja. Braucht man in Florida. Wenn ich die Gegner hier. Und wir brennen mal wieder. Ah, jetzt kommen mal wieder normale Baseball-Bälle als Gegner. In der Spielzeugfabrik hier wohl. Ah, da geht's immer noch. Ja, Baseballhandschuhe schlagen. Sehr schön. Oh Mann, da braucht man wieder viele Münzen. Ah, die Gegner sind ja auch mega aktiv hier. Ja.
Traktor, Baseball und ein paar Bomben. Ah, das Item durfte ich nicht mitnehmen nach oben. Schade. Ganze Gegnermassen hier. Gegnerfight. Diesmal ist es ein Krokodil, stark gepanzert. Mal schauen, ob der auch ein bisschen Rüstung verliert. Oh ja, er hat seinen Schwanz verloren, oder? Müssen wir den auch kaputt schlagen? Dazu. Ja, brauchen wir noch mal ein Counting View. So, wieder die Bonus-Fake. Haha, die mit dem Ball zerschlagen dürfen. Naja, da ist der. Ach, Chicago und dann noch New York, also zwei Levels von Euphrates. Natürlich wird in Chicago geschossen. Ah, endlich mal wieder Auto fahren. Aber leider hält das nicht sehr viel aus. Benutzen wir mal die Platten hier ein bisschen. Die liegen so viele rum.
So, machen wir jetzt. Dynamitstange benehmen oder was das sein soll? So, ein paar Kisten kann man machen hier. Nicht drin. Ist wieder mal gestorben. Schmeißen wir jetzt mal ein paar Münzen nach. Steht nicht leider dran, wie viel ich noch hab. Bevor das dem Overkommt. Der vorletzte Endgegner kündigt sich an. Na, der Straßengötter hier. So, gleich ist er down. So, eine goldene Statue jetzt hier. So, final stage in New York. Schauen wir mal, was der Endgegner bringt hier. Thank you.
Oh, ziemlich viele Gegner hier. Aber kein Problem, alle sind weg. Jetzt kommen aber eine Menge von diesen nervigen Handschuhen. Wie sie immer lachen müssen. So, da hinten ein kleines Baseballstadion. Auch da anzeigen vom Gegner raus. Naja. So, hier ist eine ganze Menge. Und wieder eine Münze. So, das Stadion ist ein bisschen demoliert. Und es kündigt sich als Großplan. Das ist, glaube ich, noch nicht der Endgegner. Der Zwischengegner wohl, oder? Ja, er hat ja keine Energieanzeige. Oh, jetzt kommt, glaube ich, nochmal. Ich hoffe nicht alle Endgegner zu besiegen. Das wären ja 6 Stück. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt bin ich wieder auf den grünen. Oder zu schnell gedrückt. Ach, lässt er mich auch mal treffen. So. Jetzt aber wieder. Yeah.
Ach, ist das nervig hier. Der ist viel stärker als die erste Version. Hälfte hat er noch. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass wir alle Gegner nochmal machen müssen. Das sieht nach Endgegner aus. Ah, wieder verdrückt. Egal. Machen wir auch mit Grün fertig. Der Rote ist mir doch lieber. So, jetzt haben wir wieder auf Boot. So, hat der Treffer ein bisschen groß. Liga. So, ein paar Schläge noch. So, das war das Ende. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Euer Player with Heart and Soul. Ich lasse den Abstand wieder mal ein bisschen mitlaufen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!